Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Portal Knights. Let's play Portal Knights. Ja, wo waren wir denn? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, wir wollten noch irgendwas zu Hause machen, oder? Oder sollen wir wieder in die andere oder auf die andere Insel gehen? Warte mal, wir sind Level 3. Wir könnten eigentlich auf die nächste Insel gehen. Ich gehe nur mal kurz nach Hause und dann geht's los. Hey, hier sind immer zwei Schleime. Ich töte euch. Ich glaube, hier machen wir auch mal jetzt noch eine kleine Kiste. Eine Kiste. Was haben wir hier? Bettstuhl, Hocker, Zaun, hoher Zaun, Tisch, Amboss, eine Truhe. Machen wir mal. Und dann können wir jetzt unser Zeug hier mal schön in Ruhe lagern und dann weitergehen. Ich weiß nämlich gar nicht, was wir hier alles brauchen oder ob wir hier alles brauchen. So. Ruhe. Okay, wie mache ich das denn? Das Zeug hier rein? Ne, warte mal. Das so. Ah, so, nice. Das ist cool, wenn das so geht. Gartenpilz, die Eier legen wir mal hier ab. Die Beeren. Schriftrollen der Heilung. Die Fackeln nehme ich mal mit. Die Schuppen, was können wir mit denen machen? Ich weiß es noch nicht. Kupferplatten lassen wir auch mal hier. Steine lassen wir hier. Die Pioniersflagge können wir hier lassen. Die Steine nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Schleifsteine. Oh, Kiste schon voll, oder was? Ja, okay. Warte mal, was haben wir denn noch? Okay, den Rest kann ich eigentlich alles mitnehmen. So, blauer Portalschein. Machen wir von denen mal ein paar. Bergbaubohrer. Ja, das Zeug kann ich ja alles noch nicht machen. Bergbaustein. Eine Steinaxt mache ich mir auf jeden Fall mal noch. Dafür brauchen wir Holzscheite und Steine. So, als erstes gehen wir die Steine holen und dann Holz. Dann werde ich mir jetzt mal noch so zwei Äxte machen. Und dann gehen wir in die nächste oder auf die nächste Insel. Zu der nächsten Insel, wie man es sagen mag. Oh, das Spiel macht mir voll Spaß, ey. Ich finde das richtig geil. Natürlich werde ich jetzt nicht Minecraft schleifen lassen wegen diesem Spiel, aber ja, ich kann es mal so ein bisschen, nee, nicht nach vorne ziehen, aber ich werde es auf jeden Fall weiter spielen und let's playen. Was ist das? Hier. Eben war doch eine Höhle, wo sowas war. Machen wir mal in der Sicht. Da muss ich jetzt gucken, Leute. Ich finde das nur ein bisschen blöd, dass man zum Beispiel direkt irgendwo hochläuft. Achso, hier ist nichts. Wenn man an irgendeinen Block ranläuft. Denn wenn man da irgendwo ganz langsam mal sich anpirschen will und knallt direkt die ganzen Blöcke hoch, könnte man da ein bisschen ja, auffällig sein. Das finde ich in Minecraft ein bisschen besser. Da muss man ja immer springen, wenn man irgendwo hoch will. Es ist nicht verkehrt, nicht schlimm, aber das andere finde ich persönlich eben ein bisschen besser. Okay. Sechs Holzscheite haben wir erst. Ich hole mal noch ein paar mehr mit. Ich weiß noch nicht, einen Stab werde ich mir auch, denke ich, mal noch machen. Oh, wieso läuft meine Nase immer, wenn ich aufnehme, ey? Eben lief die doch auch nicht so. Ich hasse das.
Oh, da ist unsere Baumwolle ist fertig. Aber darum kümmern wir uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder zurückkommen. So, ein Elektrostab. Zwei machen wir mal. Okay, ich muss den ersten nehmen und dann kann ich den nächsten machen. So, eine Steinspitzhacke. Okay, ich habe mir zwei gemacht direkt. Das werfen wir mal weg. Das Inventar ein bisschen ordnen. Den kleinen Mana-Trank mache ich mal weg. Das Wasser kann ich wegmachen. Hier, die mache ich übereinander. Die Blöcke. Hierhin, hier diese Blöcke. Die Steine brauchen wir nicht unbedingt. So. Jetzt ist das doch schon besser. Ich gerade mal hier bin. Hier ist ein Fenster. Mache ich hier mal wieder zu. Nein, nicht so. Nicht so. So und so. Okay, machen wir bald wieder das Dach zu und wir haben dann ein Haus. Inventar, das machen wir mal raus. So, und jetzt, wo ist das Portal? Das muss ich mir mal noch ein bisschen genauer merken. Okay, ich habe den Stab, da ist es doch. Portal Knights, ey, das ist richtig geil, das Game. Ich kann es euch nur empfehlen, auf jeden Fall. Auch wenn ich die Grafik runterschrauben musste, finde ich es trotzdem noch ja, richtig geil. Mir macht das nichts aus, wenn es ein bisschen weniger so die High-End-Grafik hat. Ich finde das nicht allzu schlimm. Ich finde es gut, dass das Spiel läuft. Ich kann ja auch direkt in die nächste Dimension eigentlich. In das nächste Portal oder Dimension kann ich dazu sagen, oder? So, davon machen wir mal einen schönen Screenshot. Wenn ich weiß, wie das funktioniert, ihr drückt einfach Steuerung und F5 oder nur F5 und dann eben, wie ihr eure Screenshots macht. Ich mache das mit Steuerung und der Taste Druck. Und dann wird das bei mir in Dropbox gespeichert als Screenshot. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, denn ich habe noch nicht rausgefunden, wie man Screens machen kann. Das kann ich euch auch leider nicht sagen. Und hier finden wir Kohle, ey, geil. Erstmal den hier töten. Moospanzer. Schnell, 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 schnell. Okay. Der nächste Moospanzer. Die sind anscheinend sehr gut. Hier haben wir nochmal orange Schleime. Die sind nicht allzu brutal. Was steht da hinten? Was ist das? Ist das eine Pflanze oder ist das ein Mob? Das da meine ich links ungefähr. Was ist das? Wankende Pflanze. Das ist ein Monster. Oh. Aber auch sie haben wir besiegt. Alter, hier sind viele Dungeons. Häuser, meine ich. Ich weiß nicht, ob das alles Dungeons sind. Kohle! Nice. Es gibt anscheinend so viel Kohle wie in Minecraft. So.
Nehmen wir aber auch einen Haufen mit. Noch eine Fackel draufgesetzt. So, immer den Zauberstab in die Hand nehmen. Oh, hier unten ist das nächste Portal. Gehen wir denn hin? Hier ist überall Baumwolle und irgendwelche komischen Pflanzen oder so. Hier ist noch ein Haus. Oder? Ja, ein Haus. Aber was für eins ist das? Oh. Was ist denn das hier? Ist da irgendwas drunter? Nee, dahinter. Es steht einfach nur ein Steinklotz im Haus. Wow. Vielleicht sind das ja so Häuser, die random irgendwo auf den Inseln spawnen, die man sich dann, ja, greifen kann. Die man dann erweitern kann oder so. Das wäre ja auch möglich, das weiß ich nicht. Das habe ich mir noch nicht durchgelesen. Kann man durchgelesen sagen? Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo auf Deutsch alles steht. Was man hier so alles machen kann, ich denke es mal nicht. Gibt es ja erst seit ein paar Tagen. Zwei oder drei. So. Schön alles einsammeln. Och nö, gleich spawnen doch bestimmt wieder solche komischen Mobs. Was ist das? Hier sind auch irgendwelche Säcke. Erfahrung. Nice. So, haben wir hier irgendwas? Ah ja, von hohen Punkten hat man bessere Aussicht. Stimmt ja, da war ja was. Nein, nicht die Erde abbauen, da das. Und sehen wir irgendwas? Da hinten ist unser Portal. Und viele Monster, da gehen wir mal hin. Ich bin auch mal auf den nächsten Zauberstab gespannt. Und wann wir den denn bekommen. Zu weit. Oh Mann. Was war das? Ah, die spawnen da, okay. Trinkt einen Trank. Ach nö, nicht beide auf einmal. Schnell, schnell, schnell. Ah, okay, wenn ich so spamme, dann greift er schneller an. Schnell, schnell, schnell. Ich muss einen Trank trinken. Ich muss einen Trank trinken. Trink ihn, ja. Nice, nice, nice. Töt ihn, töt ihn, töt ihn. Oh, Gott sei Dank. Okay, die sind schon ein kleines bisschen stärker. Hey, hier ist noch ein Portal. Da unten ist aber auch eins. Zwei Portale. Gibt es dann verschiedene Sachen? Ich glaube, ein Bett ist hier auch ziemlich wichtig. Denke ich mal. Denn nachts spawnen anscheinend starke Mobs. Also ist nicht übertrieben stark, aber am Anfang. Würde ich mal persönlich sagen, sollte man die meiden. Ne, das Portal machen wir noch nicht auf. Aber. Oh Mann. Alter, bitte trink deinen Trank. Hau ab! Mann, Mann, Mann. Ey, das war ziemlich knapp, Leute, Alter. Ich trinke erst meinen Trank, dann gehe ich wieder nach vorne.
Stufenaufstieg, nice. Ah, wir können ja noch unsere Fähigkeiten skillen. Bringt dein Rank. Oh, er ist tot, gut. C. Das können wir skillen. Wieso kann ich das nicht einsammeln? Och nö. Schnell töte ihn, töte ihn, töte ihn, töte, 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 töte ihn. Ich frage mich auch, wie voll die Stacks hier sein können, denn wir haben jetzt schon 84 Erde gesammelt und ist irgendwie noch kein Ende davon in Sicht. So. Kann ich da drin pennen? Hallo? Bettchen? Nö. Alles scheint kaputt zu sein. Hier die Sachen können wir aber immer looten. Ja, nachts spawnen diese Mobs hier. Ah, okay, hier ist auch der Mond, der geht auch unter, das ist auch cool. Was ist das hier? Hier ist so ein komischer Stein. Kann ich den abbauen? Jetzt haben wir Tränke bekommen. Einen mächtigen Mana-Trank. Was ist das hier, Leute? Sollen wir mal reingehen? Wir versuchen es mal. Ah ne, wartet, meine Freunde. Oh. Ist hier? Ein komischer Stein, okay. Ich werde mal lieber noch ein paar Monster töten und dann zurückgehen. Gibt es hier auch Fähigkeiten? Trink deinen Trank! Nein, nicht den nächsten angreifen, bitte! Rohrstrom, Quarz. Kann ich das hier sehen? Hier dafür. Ah ja, wir gehen auf jeden Fall zurück, Leute. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Weiterhin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.